So, sie ja. Ultra dom- also ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom sechsten Video. Es regnet ein bisschen, ich hoffe, das klappt noch hier. Also es regnet nicht, aber es sind ein paar Tropfen. Und ja, los, gleich geht's los. Dangereux pour les reins. Also es geht um die Nieren, ne? Immer wenn er vom Trockenfasten Leuten erzählt, dann hört er immer gleich, auch in den Kommentaren von seinen ersten Videos so, ah ja, das ist aber super gefährlich für die Nieren, ne? Da musst du aber aufpassen. C'est la chose, je l'ai vu dans la première vidéo, j'ai vu les commentaires, plein de personnes qui disent, non mais je ne sais que je veux dire, mais c'est ultra dangereux pour les reins. Ben non, c'est dommage, c'est pas le cas. Aber ne, tut mir leid, aber stimmt einfach nicht. Et en plus, je vais te dire, c'est pas le cas, je vais te montrer une merveilleuse étude allemande, par exemple. Und außerdem, also stimmt nicht, und ich werde hier so eine wunderbare deutsche Studie zeigen. Par exemple, hein, que je vais vous mettre à l'écran. J'ai pris quelques documents, là, parce que je me disais, pour le jeune sexe, ça va être un peu tendu. Hein. Donc. Und ja, es ist hier auf Englisch geschrieben, ne, aber wurde gemacht. Und es geht hier um renal, also es sind die Nieren. Es geht hier 5 Tage Food and Water Deprivation, also ohne Essen und Wasser. 5 Tage Trockenfasten von 10 Personen, 10 healthy adults. Und also vor allen Dingen wurde der Effekt auf die Nieren untersucht. Und das steht hier als Conclusion, ne, das ist hier nur der Abstract. Die kurze Zusammenfassung von dem gesamten Artikel. 5 Tage Trockenfasten bei 10 gesunden Erwachsenen war halt sicher, ne? Hat das Gewicht reduziert, der Körperumfang wurde reduziert, also alle Körperumfänge. Und vor allen Dingen, und darauf deswegen nennt er das hier, es verbessert die Nierenfunktion. Bemerkenswert. Ja? Que la réponse rénale, la réponse anthropométrique, hémodynamique et métabolique et rénale, durant 5 jours de jeûne, food and water deprivation, donc 5 jours de jeûne sec. 5 jours de jeûne sec. C'est rare d'avoir des études comme ça, hein. elle est très rare celle-là. Man hält selten so eine Studien. Et d'ailleurs, je remercie mon ami Thierry Red, là, qui m'a... Und er bedankt sich jetzt bei Thierry Red, der einen Blog hat, der dazu einen Artikel geschrieben hat und der ihm diese Studie zukommen lassen hat. Qui a écrit un bel article sur son blog et qui m'a envoyé cette étude, en tout cas dans son article, il citait cette étude, je le remercie, je m'en suis largement inspiré. Et donc les conclusions, les 5 jours de jeûne sec sur 10 adultes, ont montré que c'était totalement sécur, que ça a diminué le poids et toutes les circonférences du corps, donc les gens ils perdent du poids, et ça a amélioré la fonction rénale considérablement. Et d'ailleurs moi, je peux vous en témoigner, parce que moi aussi, j'avais une fonction rénale qui était déficiente, c'est-à-dire qu'au petit matin, j'avais des urines qui étaient très claires et très 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 translucide. Hein. Immer morgens hatte ich selber Urin, was sehr klar war und sehr sehr durchsichtig. Ça indiquait qu'il y avait une fonction rénale qui était relativement faible. Und das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass die Nieren ziemlich schwach funktionieren. Ja? Ich selber habe immer bis jetzt gedacht, dass klares Urin ein gutes Zeichen ist. Mir hat man immer gesagt, wenn das Urin zu dunkel ist, das bedeutet, dass du nicht genug trinkst. Also hier in dem Video kommt er jetzt mehrmals darauf zurück, dass eigentlich ein dunkles Urin eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und warum, erklärt er ein bisschen später. Et à partir du moment, je me suis mis à faire du jeûne sec, mais petit à petit, j'ai vu mes urines au matin qui étaient de plus en plus chargées. Und ab dem Moment, wo er dann Trockenfasten gemacht hat, hat er mitgekriegt, dass sein Urin dunkler und dunkler geworden ist. Und er sagt chargé, das heißt aufgeladen. Und er meint damit aufgeladen an Giftstoffen, ja. Et de plus en plus trouble. Et ça, maintenant, je l'ai gardé, c'est-à-dire. Und das ist jetzt immer noch so. Und ja, das bedeutet eben, dass mit dem Urin die Giftstoffe abtransportiert werden. Wenn das Urin früh morgens durchsichtig ist und klar, dann bedeutet es, dass die Nieren eigentlich ihre Funktion nicht erfüllen und die Giftstoffe übers Urin abtransportieren. Au quotidien, j'élimine énormément par mes reins. Et d'ailleurs, c'est louche. Und das bedeutet jetzt, wo sein Urin dunkler ist und also aufgeladen, dass er im Alltag halt viel über die Nieren abgibt. Ja. Si tu veux régénérer tes reins, qu'est-ce que tu fais? Und ist ja auch logisch, ne? Also dass das Trockenfasten gut für die Nieren ist. Weil wenn sich deine Nieren regenerieren sollen und erholen sollen, was machst du denn da? Ja, du lässt sie sich erholen, ne? Tu les mets au repos. Toutes ces personnes qui ont les reins qui sont complètement fatigués, explosés, qui ont... Die ganzen Leute, die halt müde
müde, unterschöpfte Nieren haben und eher explodierte Nieren, sagt er, ne, die halt total kaputt sind. Des problèmes de filtration rénale à qui on dit wo das Nierenfilter nicht mehr funktioniert oder wo es Probleme gibt. Il faut que tu bois tes 2 litres d'eau. Wo man sagt, du musst 2 Tage pro Tag Wasser trinken. Mais quand c'est qu'ils se reposent, le rein? Ja, aber wann sollen sie sich denn ausruhen und erholen, die Nieren? Wann sollen sie sich denn regenerieren? Le rein, il arrête pas de brasser de l'eau, de brasser de l'eau, de brasser. Die Nieren, die bewegen die ganze Zeit das Wasser, ne, und das geht die ganze Zeit durch. C'est l'eau, ça ne marche pas. Bah, cette étude, so à laquelle vous pouvez vous référer, vous montre à l'évidence que le jeûne sec est certainement l'une des indications du jeûne sec, c'est trouble rénaux. Moi aussi. Und eben diese deutsche Studie, die zeigt halt, dass das Trockenfasten halt gut ist. J'ai quelqu'un qui dit, ouais, j'ai un trouble de la filtration rénale, je dis jeûne sec. Je suis en direct. Und sagt jetzt, wenn er jemanden hat, der irgendwelche Probleme mit den Nieren hat, ja, Trockenfasten. Jeûne sec. Jeûne sec. Probleme mit Dialyse, Trockenfasten. Trockenfasten, Trockenfasten. Jeûne sec, jeûne sec. Oui, tu mets ton rein au repos. Ja, lass deine Niere sich ausruhen. C'est la logique quand même. Das ist logisch. On va parler un petit peu des différents types de jeûne sec, hein, parce que... Und jetzt geht es ein bisschen um die verschiedenen Arten von Trockenfasten. Jeûne sec, il y a le jeûne sec classique avec lequel vous pouvez vous essayer, le jeûne sec. Also es gibt das klassische Trockenfasten, ne, was ihr so ausprobieren könnt. Avec intermittent. Hein, par exemple, vous ne mangez pas le matin. Das Intervallfasten zum Beispiel. Ja, puis le matin, au lieu de boire, au lieu de prendre un thé. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr esst morgens nichts, ne, und dann jetzt morgens, wenn ihr halt vielleicht Tee trinkt oder Kaffee oder irgendein anderes Getränk. Au lieu de prendre des boissons diverses, même de l'eau ou des tisanes, mais vous ne buvez pas. Und jetzt macht das mal eben nicht. Ne buvez pas jusqu'à midi. Première expérience de jeûne sec. Bis Mittag mal nichts trinken. Erste Erfahrung im Trockenfasten. Vous allez voir déjà, c'est pas mal du tout. Vous commencez à vous faire la main. Und so, das werdet ihr schon sehen, das wird ganz gut gehen, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Und so fangt ihr an, euch ein bisschen dran zu gewöhnen. Et puis après, vous pouvez pousser à un seul repas par jour. Und dann könnt ihr es eben weitermachen, dass ihr halt nur noch eine Mahlzeit pro Tag zu euch nehmt. 20 heures de jeûne, 4 heures de prise alimentaire. 20 Stunden Fasten und werden 4 Stunden Nahrungsaufnahme. Essayez ça comme ça pendant un certain temps, ça rappelle un petit peu ce que font les musulmans pendant le Ramadan. Das könnt ihr eine Weile machen, das ist ungefähr so, wie das die Moslems während des Ramadans machen. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez amusant parce que il y a peu. Und ihr werdet sehen, es ist ziemlich amüsant, es gibt ziemlich wenig Studien dazu. D'études sur le jeûne sec, et en fait, la plupart des études que j'ai trouvées sur le jeûne sec, à part cette étude allemande, c'est des études. Und die meisten Studien, die ich halt gefunden habe, außer dieser deutschen Studie. Qui sont basées sur l'étude de personnes pendant Ramadan, qui donc. Sind halt Studien über Personen während des Fastenmonats Ramadan. Un jeûne sec intermittent. Also Intervall-Trockenfasten. Du jeûne en tant que tel, c'est du jeûne sec intermittent. Et puis aussi la période de Kippour aussi, le Yom Kippour pour les... Und es gibt dann auch noch die Zeit vom Yom Kippour. Pour les Juifs, hein, ils font, je crois, entre 36 heures, je crois, de jeûne sec à peu près. Die ungefähr 36 Stunden Trockenfasten machen. Hein, c'est pour célébrer cet événement, c'est en septembre, le Yom Kippour. Um das Yom Kippur zu feiern im September. Donc ce sont les deux événements sur lesquels se base la majorité des études. Und das sind die zwei Ereignisse, worauf die meisten Studien heutzutage fürs Trockenfasten, worauf die basieren. Donc il y a le jeûne sec intermittent. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir aller vers un jeûne sec plus long. Also es gibt das Intervalltrockenfasten und danach kann man auch weitergehen zum Langzeittrockenfasten. Alors, souvent on me dit, oui, mais alors, on peut jeûner combien de temps? Jeûne sec combien de temps? Also meistens fragt man mich, wie lange kann man denn trockenfasten? Ça dépend. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. Moi, personnellement, je n'ai jamais dépassé 5 jours de jeûne sec. Also ich erzähle euch mal, was ich so mitgekriegt habe, ne? Was ich so bis jetzt gesehen habe. Ich persönlich selber habe nie länger als 5 Tage trocken gefastet. Mon épouse en a fait 9. J'ai pas mal de proches qui ont fait 10, 12. Meine Frau hat 9 gemacht. Ich habe viele Freunde, die so 10, 12 gemacht haben, sogar 18. Jusqu'à 18 jours de jeûne sec. Et je connais une personne qui a poussé jusqu'à 21 jours de jeûne sec. Und ich kenne eine Person, die hat 21 Tage trocken gefastet. Mais une tumeur au niveau du côlon. Der hatte einen Tumor im Dickdarm. Et 21 jours de jeûne sec, au bout de 21 jours, c'est-à-dire seulement 3 semaines de jeûne sec. Und nach 21 Tagen, also das heißt nach nur 3 Wochen, also in Anführungszeichen nur 3 Wochen, ne, 3 Wochen Trockenfasten ist schon viel, aber 3 Wochen Heilungsperiode, muss man sich mal überlegen. C'est pas grand-chose non plus, 3 semaines, il n'avait plus de tumeur au niveau du côlon. Gab es kein Tumor mehr. Der Dickdarmtumor war verschwunden nach drei Wochen Heilungsperiode. Ne? Und das hat er in einem anderen Video schon mal gesagt, das hat was mit der Autophagozytose zu tun. Das
dass der Körper halt in dieser Fastenzeit sich regeneriert und nicht nur durch die Reserven, durch die Fettreserven, sondern auch defizitäre Zellen im Körper, die halt dort sind, ne? Auch andere als Fettzellen, und da gehören auch Tumorzellen dazu. Das sind Zellen, die dem Körper nichts nützen, und in dieser Fastenzeit ernährt er sich von solchen Zellen auch, um neues Gewebe zu konstruieren, herzustellen. Und ja, also das ist halt ein schönes Beispiel, wie das wirklich funktionieren kann anscheinend. Alors, il y a toutes les gradations, il ne s'agit pas de partir bille en tête, il s'agit de s'expérimenter, vous pouvez commencer d'abord. Also es gibt ja alle möglichen Stufen, ne? Und es geht ja nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand irgendwas Krasses zu probieren. Avec du jeûne, avec un petit peu d'eau, mais peu d'eau, puis doucement, petit. Man kann anfangen mit einem Fasten, mit ein bisschen Wasser, und dann immer weiter, langsam. Petit à petit, faire du jeûne intermittent. Et commencer doucement à construire une connaissance de vous-même et de vos réactions. Uns geht darum, sich so ein gewisses Wissen oder eine gewisse Weisheit aufzubauen über mich selber, über meinen Körper und die Reaktionen, die da passieren. Travers du jeûne sec. Also so praktische Erfahrungen dabei, ja? Dans le jeûne sec, tel que décrit par la majorité des pratiquants, il y a quelques éléments à savoir. On ne réagit pas du tout comme dans le jeûne à l'eau. Also es gibt ein paar Sachen zu wissen von den meisten, die halt das Trockenfasten praktizieren und die darüber berichten. Ja, es gibt ein paar grundsätzliche Unterschiede zum Wasserfasten. Jeûne à l'eau, chacun va avoir des crises d'élimination à certains moments du jeûne à l'eau. C'est un. Also beim Wasserfasten gibt es halt so diese Ausscheidungskrisen zu bestimmten Momenten. Ne? Also was wir schon gesehen hatten hier, Abbrechen und Durchfall und sowas, Kopfschmerzen. Peu imprévisible. Au niveau du jeûne sec. Es ist ziemlich unvorhersehbar. Beim Trockenfasten ist es anders. C'est totalement prévisible. Es ist total vorhersehbar anscheinend. Sec, à peu près entre le troisième et le quatrième jour, il y a le premier passage. Also anscheinend zwischen dem dritten und dem vierten Tag ist so. Gibt es diese erste Passage, ne? Là, tu passes à la machine à laver, il se passe quelque chose pour tous. Du gehst durch die Waschmaschine, sagt er, ne? So ein französischer Ausdruck. Du gehst durch die Waschmaschine, wirst durchgespült. Da passiert was, ne? Ich selber bei den beiden, die ich gemacht habe, ne? Letztes Jahr die 5 Tage und dieses Jahr die 6 Tage, als ich das gehört habe hier, habe ich spontan erstmal gesagt, naja, bei mir war das eigentlich nicht so. Dann habe ich nochmal mir durch den Kopf gehen lassen, und ich habe ja gesagt, am 4. Tag hatte ich so Bauchkniepen, ne? So ein bisschen Bauchschmerzen, und habe dann meinen Einlauf gemacht, was mir auch gut getan hat. Und ich hatte gedacht, das ist vielleicht diese Rückkehr des Hungers, von dem er, le retour de la faim, von dem er geredet hat, dieses Symptom, was einem anzeigt, dass man das Fasten aufhören sollte. Aber ja, das war anscheinend meine Krise. Also ich habe schon durchaus schlimmere Schmerzen empfunden, ne? und auch ertragen. Also das erschien mir nicht wie eine super krasse Krise. Aber also es war durchaus auszuhalten. Ne? Und vielleicht war das, die 3-4 Tage. Das ist so die erste Krise, die anscheinend immer auftritt beim Trockenfasten. Ça va se traduire par des grosses crises d'élimination, des grosses douleurs. Souvent. Also er sagt, das drückt sich dann aus durch große Ausscheidungskrisen, also Brechen oder Durchfall oder sowas, und große Schmerzen. Je ne sais qu'on élimine peu, mais c'est par contre des grosses douleurs, des douleurs. Also beim Trockenfasten ist es meistens so, dass man weniger ausscheidet, ne? Wie beim Wasserfasten, also weniger Brechen, weniger Durchfall, aber anscheinend mehr Schmerzen im Nierenbereich. Au niveau des reins, des douleurs au niveau de la tête et ainsi de suite. Là, il y a la première crise. Ensuite, il y a une deuxième crise entre le 7e et le 9e jour. Die zweite Krise ist dann zwischen dem 7. und 9. Tag. Et ensuite, a priori, il y a une crise après le 12e jour. Et on dit. Und meistens ist dann halt nach dem 12. Tag nochmal eine große Krise. Souvent, après le 12e jour, si tu as passé les 3 crises, là, globalement, tu as quand même fait un gros boulot de nettoyage. Und dann wohl, wenn du die 3 Krisen überstanden hast, 3., 4. Tag, 7., 9. Tag und 12. Tag, dann hast du wohl das meiste von der Entgiftungsarbeit hinter dir, von dem Entgiftungsprozess. Le corps. Alors, comme je vous le disais, ne cherchez pas vraiment des études sur le jeûne sec, il n'y en a pas. Also, ich habe es euch schon gesagt, ne, ihr braucht gar nicht so viele Studien zu suchen zum Trockenfasten, es gibt nicht so viele. Il y en a très très peu. D'ailleurs, ne cherchez même pas l'avis de spécialistes du jeûne sur le jeûne sec, parce que. Und ihr braucht auch gar nicht nach Expertenmeinung Ausschau zu halten von Fastenexperten. Tous vont vous dire que c'est une immense CO2-RIE. Die meisten werden euch sagen, dass es einfach nur Riesenquatsch ist. Pour la bonne et simple raison que ce qu'ils connaissent, c'est le jeûne à l'eau. Für den einfachen und guten Grund, aus dem einfachen und guten Grund raus, weil es alle Spezialisten, Wasserfasten-Spezialisten sind, und das ist das, was sie kennen. Ce qu'ils défendent et leur fonds de commerce, c'est le. Und das werden sie auch
werden sie auch begründen und verteidigen, weil es auch ihre Spezialität ist und damit auch ihre Arbeit und ihr Geschäft. Donc effectivement, il y a très peu de choses. Les seules études que j'ai trouvées confirment, je vous dis, la période. Also tatsächlich, es gibt sehr, sehr wenig. Das Einzige, was ich gefunden habe, de Ramadan ou la période de Yom Kippour. Et puis bon, cette étude allemande qui sind diese Studien über das Ramadan fasten, Yom Kippur und eben diese deutsche Studie, qui m'a été passée. Alors quand on étudie un petit peu ces différentes études, de quoi se rend-on compte? Also wenn man sich die ganzen Studien ein bisschen anschaut, was wird einem da bewusst? Quelles sont les propriétés du jeûne sec? Globalement, le jeûne sec. Was sind die großen Eigenschaften vom trockenen Fasten? Sec, c'est un jeûne à l'eau, mais puissance 10. Also im Groben und Ganzen ist ein Trockenfasten genau dasselbe wie das Wasserfasten, aber einfach nur hoch 10. Pourquoi? Parce que la lipolyse est accélérée. Donc, toutes les vertus. Warum? Weil die Lipolyse, die Fettzersetzung, beschleunigt ist. Toutes du jeûne à l'eau vont apparaître dans le jeûne sec, mais beaucoup plus rapidement. Et alle Effekte vom Wasserfasten werden auch beim Trockenfasten passieren, einfach nur schneller. Par exemple, dans le précédent tableau, vous avez montré que au niveau neuronal, eh bien, il y a un facteur qu'on appelle la BDNF. Also in einem von den Tabellen, die ich euch schon gezeigt habe in den vorherigen Videos, haben wir auch von dem BDNF geredet, ja, der Brain Derived Neurotrophic Factor, dieses Hormon, dieses Nervenhormon. C'est un facteur de croissance neuronale, ein Wachstumsnervenhormon. Trophique, hein, donc ça favorise l'élaboration de nouveaux réseaux neuronaux. Da werden neue Synapsen, neue Nervennetzwerke können dadurch entstehen, ne? Was man vorher gedacht hat, vor den 90er Jahren, dass sowas nicht mehr möglich ist beim Erwachsenen, aber was man jetzt halt rausgefunden hat, dass es doch noch möglich ist, dass sich das Gehirn doch noch weiterentwickeln kann, dank BDNF und anderen Sachen. Eh bien, la BDNF, sur un jeûne court, elle n'apparaît pas, et puis sur un jeûne long, par contre, il y a une augmentation des niveaux de BDNF. Und ja, genau, das war beim Langzeit- und Kurzzeitfasten, hatte davon geredet, ne? Und da haben wir gesehen, dass beim Kurzzeitfasten tritt das halt nicht auf das BDNF und beim Langzeitfasten schon. Ce qui faisait dire que le jeûne long a des excellentes qualités pour la construction cérébrale. Was halt dann bedeutet, ne, dass das Langzeitfasten wirklich positive Effekte für die zérébrale Entwicklung hat. Dans le jeûne sec, dès le jeûne sec intermittent, on a une production de BDNF. Und beim Trockenfasten ist es eben anders, weil sogar ab dem Intervalltrockenfasten haben wir eine Erhöhung von BDNF. Qui est importante. J'ai une petite étude là, que je vais vous montrer là-dessus. J'ai même deux études qui étaient très intéressantes, par exemple. Les effets de la restriction calorique du jeûne et du Ramadan. Also hier haben wir intermittent fasting, ne? Kalorienreduzierung, calorie restriction und Ramadan Intervallfasten, was die geistige Leistungsfähigkeit betrifft, ne? Die zerebrale Leistungsfähigkeit. Du jeûne intermittent Ramadan sur la fonction cognitive chez les adultes, très très intéressant. Et là il montre qu'effectivement les niveaux de BDNF augmentent énormément. Und diese Studie zeigt einfach nur, dass das BDNF halt enorm ansteigt während dieser Intervall Trockenfastenzeit. Ce qu'il montre aussi, c'est qu'en jeûne sec et même sur des jeûnes secs extrêmement courts de quelques heures, eh bien, on a une profonde autophagie neuronale. Et dans cette und hier noch eine andere Studie, die mehr untersucht hat, die Autophagozytose, ja, während des Trockenfastens, also Kurzzeit Trockenfasten. L'étude montre bien que la plupart du temps, la plupart des maladies de civilisation de type neurodégénératif. Ja, und er sagt jetzt nochmal, dass halt diese neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson und so, Chorea, Huntington, dass die halt dadurch verursacht werden, dass der Körper nicht genug Zeit hat, um Autophagozytose zu betreiben im neuronalen Bereich und also diese alten defizitären Zellen zu entfernen, ja, und dass diese Ansammlung von diesen defizitären Zellen dafür verantwortlich sind, dass diese Krankheiten entstehen. Und das Beste wäre halt Autophagozytose geschehen zu lassen. Alzheimer ainsi de suite sont liés au fait que on a plus ces temps de autophagie, c'est-à-dire dans lequel le corps se nettoie globalement et qui disent bien que also diese Phasen, in denen sich der Körper reinigen kann, ne, in denen alte Zellen raus
entfernt werden können. L'un des meilleurs moyens d'induire l'autophagie, de susciter, de pousser le corps en autophagie, ben, und um dieses anzuregen, also eins der besten Möglichkeiten ist eben ein Trockenfasten oder Kurzzeit Trockenfasten, Intervall Trockenfasten zu machen. C'est de faire de la restriction calorique et même mieux que ça, du ja, Kalorienreduzierung schon mal und besser noch Fasten. Et dans cette étude, c'est du jeûne sec, il montre que sur des très courtes durées, eh bien, ils ont une autophagie neuronale qui est extrêmement avancée, c'est-à-dire selbst bei recht kurzen Trockenfastenperioden ist die Autophagozytoseaktivität wirklich stark erhöht. Vraiment, le jeûne sec, il permet de relaxer. Vous savez, combien de fois j'ai entendu les gens dire, non mais attends. Ja, und jetzt kommt, jetzt sagt er halt, ne, das Trockenfasten ist wirklich super, um sich mal zu entspannen. Ne? Also wie oft hatte ich schon von irgendwelchen Fastenexperten gehört? Une cour de 1, 2, 3 jours, c'est rien du tout. C'est l'esprit. Weißt du, so ein Kurzzeitfasten von 1 bis 2 Tagen, von das nützt gar nichts. Spezialisten du jeûne qui ont fini 3 semaines, des mois qui te regardent de haut, puis qui disent diese Spezialisten, diese Fastenspezialisten, ne, die 3 Wochen gefastet haben oder 1 Monat, die dich von oben herab anschauen und sagen, ich fais 2-3 jours, tu fais une demi-journée, ça sert à rien. Also 2-3 Tage oder ein halber Tag, es nützt gar nichts. Que dalle, avec le jeûne sec. Ja, und hier zeigt er halt diese Studie, ja, von wegen, ne, also mit dem Trockenfasten, c'est la réhabilitation des petits. Das ist die Rehabilitation der Kurzzeitfasten. Ne? Also das lässt das Kurzzeitfasten an Wert steigen. Jeune. Tu peux faire du long jeûne en jeûne sec, tu peux faire du petit jeûne et déjà en petit. Du kannst Langzeitfasten, Trockenfasten machen, aber sogar Kurzzeitfasten ist halt super effizient. Jeûne, t'as un super, super, super effet. Alors, il y a une autre action qui est vraiment notoire avec le jeûne sec, c'est l'action anti-inflammatoire. Und jetzt noch der letzte Faktor, ne, die entzündungshemmende Wirkung. Pour des personnes chroniquement épuisées, je vous l'ai dit, il y a un régulateur de l'inflammation qu'on appelle le. In anderen Videos hatte ich davon schon geredet, hatte das genauer erklärt. Die Menschen, die chronisch erschöpft sind und chronisch ermüdet, gibt es ein Problem bei der Cortisolproduktion. Cortisol. Et les personnes chroniquement épuisées ne produisent plus assez de cortisol. De cortisol et donc de cortisol. Die Menschen, die chronisch erschöpft sind, die produzieren nicht mehr genug Cortisol. Qui fait que l'inflammation va en explosant. Und deswegen verbreitet sich und verallgemeinert sich die Entzündung im gesamten Körper. Le jeûne sec amène à une raréfaction de l'eau. Or, dans l'inflammation. Das Kurzzeitfasten führt ja dazu, dass es weniger Wasser gibt. Und mit weniger Wasser kann es eben keine Entzündung geben. Vous ne buvez pas. Vous ne. Ah, Mist. C'est un moyen vraiment de dégonfler toutes les parties. Et il y a un gonflement chroniquement épuisé ne produisent plus assez de cortisol et donc de cortisol, ce qui fait que l'inflammation va en explosant. Le jeûne sec amène à une raréfaction de l'eau. Or, dans l'inflammation, mais il y a un gonflement qui est un œdème. Un œdème, ne? Je ne sais pas comment on dit ça en deutsch. Un œdème, c'est einfach une schwellung. Und die Schwellung, da ist halt Wasser drin. Und ohne Wasser kannst du die Schwellung nicht. Énorme œdème. En jeûne sec, l'inflammation ne peut pas exister. Et donc, tous les témoignages que j'ai des personnes qui ont des. Also, im Trockenfasten kann es keine Entzündung geben. Ja? Die geht auf jeden Fall zurück, die Schwellung. Und alle Erfahrungsberichte, die ich bis jetzt gehört habe. Maladie chronique inflammatoire. Die chronische Entzündungskrankheiten hatten. Eh bien, dans lequel l'inflammation n'est pas régulée par le corps, n'est plus régulée par le corps. Da, wo der Körper die Entzündung nicht mehr regulieren kann, weil es eben kein Cortisol gibt und dadurch auch kein Cortison. Le jeûne sec est un moyen vraiment de dégonfler toutes les parties qui étaient chroniquement enflammées d'une manière. Also, das Trockenfasten ist wirklich ein gutes Mittel dafür, die ganzen Schwellungen zurückgehen zu lassen, da wo es entzündet. Assez radical. Voilà, encore une étude. Le jeûne de Ramadan exerce un effet immunomodulatrice. Et là, il parle effectivement du côté anti-inflammatoire que peut avoir ce type de. Also nochmal eine Studie dazu, Immunomodulatrice, also wo das Immunsystem halt, wo es Probleme gibt bei der Immunsystemregulierung, ne, wo die Entzündung ist ja eigentlich eine Immunreaktion, und aber wenn die Entzündung dann halt so weit geht, dass es nicht mehr irgendwas abwehrt, sondern wenn es halt außer Kontrolle geraten ist, ja, dann kann man das halt mit Wasserentzug wieder
sozusagen regulieren, was der Körper selber nicht mehr kann. Je le sais. Dans cette action anti-inflammatoire, on voit aussi, et dans cette étude, ils en parlent aussi, que des marqueurs comme la CRP, la TNF-alpha, qui sont... Und jetzt sagt so, CRP und TNF-alpha, das sind anscheinend so Stoffe, Marqueurs, also Markierungsstoffe, die man messen kann und die anzeigen, wie so ein Entzündungsherd, wie groß der ist, ja, oder also das sinkt auf jeden Fall. Les marqueurs de l'inflammation diminuent drastiquement pendant le jeûne, y compris pendant le jeûne de Ramadan, et perdurent après. Das sinkt drastisch während des Fastens, also auch während des Ramadans-Fastens, und das bleibt dann noch so, das bleibt dann noch langfristig so. Alors il y a un effet aussi extrêmement fort sur la santé métabolique. Ben oui, c'est normal parce que comme tu consommes beaucoup plus rapidement des graisses. Ja, und dann noch halt so ein einen starken Effekt, was den Metabolismus betrifft, ja, ist normal, ne? Bien, t'as les taux de Cholesterol qui se normalisent. Dadurch, dass du halt viel Fett verbrennst, normalisiert sich auch der Cholesterol, die Cholesterolproduktion. Le taux de glycémie dans le sang qui se normalise beaucoup plus rapidement. Der Blutzucker normalisiert sich auch schneller. Et c'est globalement, comme je vous l'ai dit, c'est un jeûne à l'eau, mais accéléré. Und im Allgemeinen, also nochmal, Trockenfasten ist wie Wasserfasten, nur beschleunigt. Alors, tous les bénéfices du jeûne se retrouvent dans le jeûne sec, en un peu plus. Donc, alle Vorteile vom Wasserfasten findet man auch im Trockenfasten wieder, eben noch ein bisschen mehr. Diabète, Remineralisation. Diabetes, Remineralisation. Réparation des organes, Reparatur der Organe und der Gewebe. Réparation du système digestif et tout. Vom Verdauungssystem. Va à une vitesse accélérée. Et la raison en est simple. On brûle de l'eau pour produire on brûle des graisses pour produire de l'eau. Der Grund ist einfach, ne, man verbrennt das Fett, um Wasser zu produzieren. En faisant, on augmente le métabolisme. Tout se fait beaucoup plus rapidement. Und deswegen verbessert sich auch der Metabolismus, und wenn sich der Metabolismus verbessert, dann passiert alles eben ein bisschen schneller. Alors, j'espère qu'au travers de cette petite vidéo, je ne sais pas combien de minutes on est, on va essayer de ne pas dépasser le format de 10 minutes. C'est très... Also, ich hoffe, dass euch dieses kleine Video hier, ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, aber ich hoffe, wir sind nicht, haben nicht die 10 Minuten überschritten, 20 Minuten gemacht. Ne? Pourtant, j'ai pu vous partager, c'est même pas mon enthousiasme. Ich hoffe, durch dieses Video konnte ich mit euch meine Begeisterung teilen. Aber es ist ja nicht mal nur Begeisterung, sondern... C'est ma joie débordante. Es ist meine überschäumende Freude. Quand j'ai découvert ce jeûne sec, c'est comme si... Als ich dieses Trockenfasten entdeckt habe. Es war wie... J'avais découvert un nouveau jouet, un jouet parfait. C'est wie wenn ich ein neues Spielzeug entdeckt habe, aber ein perfektes Spielzeug. J'ai découvert cette fonction dans le corps qui était de me dire, non mais attends, là où on... Ich habe diese Funktion in meinem Körper entdeckt, wo man mir immer gesagt hat, tu vas mourir si tu ne bois pas, au contraire. Du wirst sterben, wenn du nicht trinkst, aber jetzt ganz im Gegenteil. Tout se passe de manière accélérée, plus confortable. Alles passiert beschleunigt. Plus puissant. Et bequem, wirksamer. Et plus profond. Und tiefer. Alors, je ne peux que vous encourager durant cette semaine. Also ich kann euch wirklich nur ermutigen, während dieser Woche jetzt, à essayer le jeûne sec. Et vous pouvez, das Trockenfasten auszuprobieren. Essayer tout petit. Hein? Und ihr könnt einfach mal ganz klein anfangen. Vous faites une demi-journée de jeûne sec. Ein halber Tag. Vous faites une journée de jeûne sec. Ein Tag Trockenfasten. Vous commencez comme ça et progressivement vous allez bâtir votre connaissance. Et d'ailleurs, vous allez baut ihr euch eure Erfahrung auf und eure Kenntnisse. Faire attention à une chose, si vous faites. Es geht hier um praktische Kenntnisse, ne? Weil macht ja wirklich einen großen Unterschied. Man kann sich belesen und hat diese theoretischen Kenntnisse, aber das zählt alles nichts. Er kommt da öfter mal darauf zurück. Er ist auf jeden Fall gegen Dogmen, ne? Also er erzählt sehr überzeugt und ist sehr überzeugt von dem, was er erzählt. Aber er betont immer wieder, es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen und man darf nicht, es gibt kein Nicht-Dürfen und Müssen. Also muss jeder selber wissen, muss jeder selber rausfinden. Das ist das Wichtigste, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Une journée de jeûne sec. Faites attention à la couleur de vos urines.
Und mal ein Tipp jetzt, wenn ihr mal einen Tag Trockenfasten gemacht habt, dann schaut euch mal die Farbe von eurem Urin an, wenn ihr das Fasten dann wieder brecht. Quand vous allez recommencer à boire et à vous alimenter, hein, quand vous rompez le jeûne, vous commencez d'abord par boire, c'est important. Wenn ihr das Fasten brecht, fangt auf jeden Fall an mit Trinken, das ist wichtig, ne? Es muss auf jeden Fall Flüssigkeit zugeführt werden. Un jeûne sec, bien sûr, vous apportez du liquide. Un jus, c'est idéal s'il fait chaud. Idealerweise empfiehlt er Saft, ja, wenn es warm ist zum Beispiel. Das Wasser wahrscheinlich eher nicht wegen der Isotonie des Blutes, ne? Damit das auch gleich im Gleichgewicht bleibt mit den Mineralien und dem Wasser. Faites un petit jus, allez, céleri, concombre, avec une pointe de menthe là. Also er empfiehlt jetzt im Sommer einen Selleriesaft, also Sellerie, Gurke und mit ein kleines bisschen Minzesaft, ne? Also er ist ein großer Saftverfechter. Wer von euch einen Saft einen Entsafter hat, ne? Kann das halt alles reinschmeißen und dann kommt was Schönes raus. C'est pas trop sucré, ça va pas faire exploser la glycémie, ça. Ja, so ein grüner Saft, der Vorteil ist halt, es ist nicht zu süß, es wird nicht gleich im Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben. Ça va être fabuleux pour rompre le jeûne, par exemple. Das ist perfekt, um einfach das Fasten zu brechen. Vous faites un jus comme ça et vous regardez la couleur de vos urines et là vous allez pouvoir vous dire pour la. Und danach schaut ihr euch mal die Farbe von eurem Urin an und dann werdet ihr sagen können. Première fois que mes urines elles évacuent quelque chose. Wahrscheinlich vielleicht das erste Mal in eurem Leben oder mein Urin, das evakuiert etwas, ja, das scheidet jetzt etwas aus. Je vous encourage à découvrir ce moyen ultra efficace. Also ich ermutige euch, dieses Mittel hier, was euch zur Verfügung steht, was super effizient ist, auszuprobieren. Qui est gratuit, qui est simple. Es steht euch zur Verfügung, es ist kostenlos und es ist einfach. Que chacun peut expérimenter à partir. Jeder kann es probieren, ab dem Moment, dass man Schritt für Schritt vorwärts geht und nicht zu extrem ist. C'est du moment où il y va progressivement. Et je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve demain. Ich wünsche euch eine gute Regenerierung. Wir sehen uns dann morgen wieder. On va demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on fait avec jeûner pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Fasten für die nicht fasten können. Femmes enceintes et femmes allaitantes. Schwangere Frauen, stillende Frauen. Gens qui travaillent, les gens trop faibles. Die Leute, die arbeiten, Leute, die zu schwach sind. Les gens trop maigres, les gens âgés. Leute, die zu mager sind, zu dünn sind, alte Leute. Comment est-ce qu'ils peuvent jeûner, ces gens-là? Wie können sie denn fasten, diese Leute? Na, das werden wir dann sehen. Hier eine bonne réponse à ça. Es gibt eine gute Antwort dafür. So, und dann kommt die Schlussklappe. Ja, jetzt erzählt er wieder, macht er wieder Werbung. Lass ich jetzt mal weg, tut mir leid, Thierry. Wird die Deutschen nicht so sehr interessieren. Aber schaut auf seiner Seite auf jeden Fall vorbei, wenn er Französisch spricht. Und ist ein toller Mann, ne? Also, vielen Dank. Okay, und dann bis morgen. Tschüss.